Moin moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer Runde Phasmophobia auf meinem Kanal. Ich bin heute mit meiner Frau unterwegs. Wir sind im Ridgeview Courthouse und werden auf jeden Fall eine Jagd haben. Ob wir dann am Ende beide lebend rauskommen oder einer von uns wieder ins Gras beißen musste, werdet ihr sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Okay, los geht's. Wen haben wir denn hier? Ruth Walker. Zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf, entkomme dem Geist während einer Jagd. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherwerk ab. Okay, also wir haben eine Jagd. Und ich spiele mit meiner Frau. Hi. Hallihallo. Jo, dann, Standard-Equipment, wa? Können wir sogar beide mit dem gleichen Zeug reingehen. Ist ja gar nicht schlimm. Umso schneller haben wir den Raum. Was sagt denn die Temperatur? Achso, Ridgeview Courthouse, Breakers in der Garage. 14,9 Grad hatte ich im Garten. Ja. Also recht warm. Sollte recht schnell gehen mit dem Raum. Versteck im Wohnzimmer? Breakers an. Keine Verstecke in der Garage. Stand die schon immer im PC? Ah, oh, glaube nicht. Denkt an B drücken, ne? Also wir haben kein Ouija-Brett, kein Spiegel. Was könnte es denn noch Schönes sein? Ich muss schauen. War jetzt schon länger nicht mehr drauf hier. So, ich bin wieder da. Achso, was war denn los? Ich hatte ein kleines Kind an der Tür. Ah. Okay. Versteck im Keller. Ich habe auch keine Ahnung. Versteck im Wohnzimmer. Wo? Im Wohnzimmer versteckt, Keller versteckt, Breakers an. Hinten Klavierraum, da war kein Temperaturunterschied. Bad nicht, wir haben kein Ouija-Brett, wir haben keinen Spiegel. Im Keller haben wir 7,1 Grad. Aber das können auch normale Kellertemperaturen sein. 6,8. Muss ich bei dem EMF-Gerät noch irgendwas drücken? Oder ist das du musst es anmachen, sodass das Display leuchtet. Ja, und der Rest passiert alleine. Der Rest passiert von alleine, genau. Im Keller wird jetzt auch wieder ein bisschen wärmer. Warst du schon oben? Ne, warst du schon hinten? Ja, hinten war nix. Okay, dann gucken wir mal oben. Haus ist jetzt auch so richtig auf Temperatur. Also die Räume hier habe ich alle durch. Okay. Ja, der Keller war bisher noch im kältesten. Dann komme ich mal mit in den Keller. Ja, guck mal. Ja, hier oben ist es zu warm, auf jeden Fall. Pass auf, und dann springt er uns so richtig ins Gesicht. Das kann sein. Alles schon gehabt. EMF im Keller. Okay, gut, dann ist es im Keller. Und Freezing Art. Alles klar.
Aber nur ganz kurz. Ja, ist aber egal. Das passt schon. Da ist auf jeden Fall ein Keller. Breakers aus. Mach's den mal wieder an. Der Breaker war in der Garage. Ja, ja, genau. Ich mache ihn dann. Okay. Läuft wieder. Ich hole die nächste Runde. Ja. Was willst du reinbringen? Buch mitnehmen? Okay, dann nehme ich die Kamera und ja. UV. Wow, what the? Okay. Ja, wollen wir die Jagd gleich machen? Willst du mit reinkommen oder soll ich das alleine machen? Ist mir egal. Ich würde es drauf anlegen. Ich versuch's mal. Okay. Versteck war. Oh, was habe ich gesagt? Im Keller und oben im Wohnzimmer. Keller und hast du schon das verfluchte Objekt gefunden? Nee. Ich glaube, er jagt schon. Versteck dich im Wohnzimmer. Wieso? Dachtest du, ich wäre der Geist? Ja, der hat nämlich kurz vorher einen Teller geschmissen. In meine Richtung. Messe. Und ich habe so lange gebraucht, um... ich habe so lange gebraucht, um mich hinzuhocken. Okay. So, mal gucken, was meine zwei Pillchen bringen. Ich glaube, bei dir reicht einmal erstmal. Guck mal, wo es hingeht. Nee, die Zwillingskurve, da würde der im, also im runter oder hochgehen nochmal so einen kleinen Mini-Knick machen. Zwischen dem Kästchen. So, ich bin auf 87, du bist auf 82. Es kann, haben wir schon irgendeine Weiße? Nö. Aber gut, dann machen wir jetzt, wir bringen jetzt erstmal die Sachen rein. Warte mal, du machst das, ich nehme die Box und du nimmst noch Dots und Buch, würde ich sagen. Das Feuerzeug hast du auch noch in der Hand wahrscheinlich. Mein Feuerzeug habe ich jetzt dahin geworfen. Hab's gesehen. Auf jeden Fall Lichter machen, dass wir Sanity sparen. Auch im Keller erstmal, bis wir durch sind. Ah, wobei, warte mal, ich muss mal. Einmal noch Orbs gucken. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Okay. Hat gesprochen? Grad. Ich hole mal Kruzifixe. Jetzt sogar ein Becher rausgeschleudert. Warum? Der hat alles durch die Gegend geworfen, wo der war. Ja gut, das machen die bei der Jagd ja grundsätzlich, aber
Er schreibt gerade ins Buch. Er hat ins Buch geschrieben. Das flog gerade hoch. Das heißt, wir haben Box, wir haben Geisterbuch. Box, okay, der Mimik ist schon mal raus. Durch die Box. Orbs würde ich rausnehmen. Also Orbs würde ich rausnehmen, glaube ich. Hattest du schon Knochen gefunden? Nee. Ich würde jetzt mal Salz. Ah nee, warte mal. Ich habe jetzt UV und ein Kruzifix mit. Okay, dann nehme ich auch Kruzifix und Salz mit. Das UV am besten einmal unten im Keller auf den Boden schmeißen. Und dann würde ich davor das Salz streuen. Mal 2 Grad. Fußabdrücke. Also UV oder was? Ja. Kommen wir mal raus. Das ist ein Poltergeist, okay. Dann haben wir den Geist. Wir müssen jetzt eigentlich. Genau, Parabolmikrofon kann man sich schön oben ins Wohnzimmer stellen und runterziehen. Ich nehme nochmal Salz und einen Fotoapparat mit. Sanity, willst du nochmal Pillen schmeißen? Ich meine zwar, dass wir unten. Ja, genau. Er hat schon wieder einen Breaker rausgeknallt, ich mach den wieder an. Strom läuft. Kannst du auch oben an die Kellertreppe stellen und runterziehen. So. Hat er mir keine Fußabdrücke gegeben? 4, 5, 6. Also am besten ist wirklich, wenn du dich hier in die Ecke stellst zum Beispiel. Oder da hinten in die Ecke, wo es hell ist, egal, hauptsache eine Ecke, dass du den Raum möglichst breit ausfächerst. Dann profitierst du davon am meisten. Soll ich dir den Dotz ausmachen? So. Ich guck mal, ob ich noch das Cursed Object finde. Ich denke da, wenn er jetzt anfängt zu jagen, bist du natürlich gefundenes Fressen. Verfluchtes Objekt gefunden.
War die Affenpfote? Ich guck noch schnell, ob ich den Knochen finde. Wenn nicht, können wir aber sonst fahren. Gesehen, da war der Knochen da. Also da gibt es echt ganz kuriose Spots dafür, muss man einfach so sagen. Jawohl, hat mir was draufgequatscht. Sehr schön. Ich habe jetzt keinen Knochen gefunden, ich würde aber auch sagen, du kannst ja mal draußen gucken, egal, was meine Sanity macht. Ja, dann gehe ich mal schnell raus. Oh, das Licht flackert schon. Okay, ciao. Das war ja knapp dann. Gut, alle Aufgaben, Bilder geknipst. Dann, Poltergeist eingeloggt. Yep. Gut, gut. Ah, die Kamera umgeschmissen. Na dann, fahr ich ab. Na, drehen wir uns jetzt einmal über den Boden? Ja, sehr cool. Ja, das sollte der Poltergeist sein. Ja. Perfekto. Oh, 1220. Einmal noch und gibst den Level up. Okay, cool. Wieder eine ordentliche Zweierrunde. Wir haben überlebt. Hauptsache, würde ich sagen. Also, besser geht's nicht. Gut. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt, eine Runde Phasmophobie auf meinem Kanal. Ob jetzt Solo oder im Koop. Bis dahin wünsche ich dir, wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.